Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz. Ich begrüße dich zu meinem HTML5-Lehrgang für Einsteiger. Wir sind jetzt bei der 13. Lektion angelangt. Es geht ja darum, eine eigene Audiodatei mit Hilfe von HTML5 einzufügen. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis unter www.html5.wlearn.at. Hast du zusätzliches Material, mit dem du hier arbeiten kannst, und du kannst auch nochmal da selbst genau nachlesen, was ich jetzt in diesem Video bespreche. Gehen wir also in diese 13. Lektion. Wir haben hier wiederum einen HTML-Quelltext, ein Grundgerüst, HTML5-Grundgerüst. Und das Besondere hier ist der Audio-Tag. Dieser Audio-Tag gibt es ab der Version von HTML5. Controls gleich Controls bedeutet innerhalb dieses Audio-Tags, in diesem Öffnungstag, in diesem Start-Tag, dass hier die Bedienelemente angezeigt werden, wenn eine Sounddatei abgespielt wird. Wenn das nicht der Fall wäre, würde es im Prinzip nur gestartet werden. Und man könnte es vielleicht auch noch beenden. Dann wiederum auf Interesse ist hier dieser Source-Tag innerhalb des Audio-Tags. Und dann werden eben dann hier die Sounddateien eingebunden. Siehst hier schon, dass es hier Requiem.ogg oder Requiem.mp3 ist, dieselbe Datei nur in unterschiedlichen Formaten. Diese unterschiedlichen Formate sind deshalb notwendig, weil die Browserhersteller sich leider nicht darauf einigen konnten, welche Sounddatei, also in welchem Format, jetzt tatsächlich unterstützt wird. Manche befürchten hier bei der MP3-Format, dass sie hier Lizenzgebühren zahlen müssen, wenn die eingefügt werden können. Und deswegen gibt es momentan eben mehr oder weniger zwei Formate. Und wenn dann wirklich mit jedem Browser deine Webseite dann auch benutzbar sein soll, sprich, dass man auch dann deine Sounddateien dann auch tatsächlich dann anhören kann, würde ich empfehlen, beide Arten von Sounddateien einmal abzuspielen. Schauen wir uns mal hier ein Beispiel an. Hier in Firefox wäre das dann hier diese Datei. Also von Mozart das Requiem wird hier so dargestellt. Ja. Wenn ich das aufrufe, dann hier im Google Chrome, dann schaut das so aus. In dem Fall wird das hier als MP3 vermutlich abgespielt und hier im Firefox dann als OGG, das ist ein offenes Format. Also, wenn du eine Sounddatei hast und diese dann konvertieren möchtest, da gibt es hier die tolle Software von XMediaRecord, die ist kostenlos verwendbar. Klickt hier drauf, kann sie hier im Bereich Download sie herunterladen. Und es gibt hier wiederum eine installierbare Version und eine Version, die man vom USB-Stick aus starten könnte, also ohne irgendwelche Benutzerrechte. Wie man sie bedient, kannst du hier über ein YouTube-Video dir etwas genauer anschauen, das ich gemacht habe. Streng genommen zwei YouTube-Videos. Das erste hier geht um die Konvertierung von Sound und hier beim zweiten die Umwandlung in andere Formate eben von Videos, also Sound und Videos. Und eine tolle Möglichkeit, auf die ich ebenfalls verweisen möchte, ist dann die Software Audacity. Und mit Audacity hat man die Möglichkeit, selber Tone aufzunehmen. Also kannst du zum Beispiel ein Lied aufnehmen oder ein Hörspiel oder was auch immer. Kannst du dann auch ganz professionell schneiden und kannst dementsprechend dann auch dein Lied dann exportieren. Und dazu habe ich auch wiederum Videos gedreht, hier unter Podcast erzeugen, die man über YouTube dann sich anschauen kann. Ich habe eine Playlist erstellt, wo im Prinzip vom Download der Installation bis hin zum Erstellen eines Podcasts und dem Speichern von Projekten alles, glaube ich, ganz gut erklärt ist. Ich wünsche dir also da viel Spaß mit dem Erzeugen eigener Sounddateien und die dann in die eigene Homepage einbinden. Das könntest du jetzt hier mit dem Grundwissen hier. Um dein Wissen eben zu verfestigen und es dann auch gut eben in der eigenen Homepage verwenden zu können, würde ich dir empfehlen, diese Aufgabenstellungen zu bearbeiten und wünsche dir eben viel Spaß mit dem Einbinden von Tondateien.